Verbranntes Gras. Die Knochen und Nerven so jung und suchend, spitzer Sinne doch fast bewegungslos, in einer Kleinstadt verharrend. Die spiegelverkehrte wie verlassene Vorstadt, die Vorstadt, 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 ekstasenfrei. Sehnsucht, die nur beim Einatmen schmerzt, das Ausatmen dagegen fast wie von selbst. Die Vorstadt, die Vorstadt, die Vorstadt. Der Bus bringt meist Pendler und Soldaten. Straßen, die nur eine goldene Stunde kennen. Die zwischen 2 und 3 am Nachmittag. Ein schmeichelndes Licht der Sonne. Hochfliegende Hoffnungen zwischen Baumärkten. Beinahe stellte er die unmögliche Frage, was nötig gewesen wäre, um von hierhin dorthin oder zumindest irgendwohin zu gelangen. Doch besser war es, zwischen 2 und 3 mit den Mädchen im Park zu schwatzen, im Sommer das verbrannte Gras herumwehen zu sehen und die kühle Luft, die vom Fluss aufstieg, beinahe wie eine Hoffnung. Auch für die Kinder, die in der Schule mit Blick auf die alte Kaserne Verzweiflung deklinierten, wo es doch nichts zu deklinieren gab. Zumindest der Dreck zwischen dem großen Zeh und den anderen war nach dem Barfußgehen immer wieder neu. Auf dem Weg zum Bäcker an der Auffahrt zur Autobahn heftiger Staub der Militärfahrzeuge. Auch gab es Passanten, die Rotwein als Ausweg vorschlugen. Veuillez déposer l'article. Veuillez déposer l'article. L'article déposé dans le sac n'est pas enregistré. Veuillez le passer devant le lecteur, s'il vous plaît. Veuillez déposer l'article. Veuillez déposer l'article. Veuillez déposer l'article.